Hallo und guten Tag, hier spricht Dr. von Helden vom Institut Vitamin Delta. Ich will mich heute mit einem Beitrag befassen, der den Titel hat Ärzte warnen die Legende vom Wundermittel Vitamin D. Hier steht der Link dazu, erschienen in der Welt, auch auf N24, geschrieben von Anna Kröning. Da ich selber betroffen bin, ist das eine Gegendarstellung. Es fing ganz freundlich an, eine Presseanfrage habe ich bekommen am 31. Januar. Recherche, man hat meinen Vitamin-D-Rechner gefunden und auch die Möglichkeit, den Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Und da bekam ich ein paar allgemein gehaltene Antworten. Das erschien dann schließlich und hat mich dann irgendwie geärgert. Auf Vitamin-D-Service kann man sich eindecken. Ich gehe jetzt der Reihe nach diesen Artikel durch. Ärzte warnen und ich will zum Schluss auch widerlegen, dass es nicht so ist. Ärzte warnen eben nicht vor Vitamin D. Auch das mit dieser Legende. Hier sind nochmal die Quellenhinweise. Es wird behauptet, viele Menschen nehmen Vitamin D ein, sie hoffen, dass es vor Knochenleiden, Depressionen erst schützt. Nun aber warnen Ärzte und Wissenschaftler davor, dass es schädlich sein kann. Das wollen wir mal sehen, was denn für Warnungen das sind. Legende? Legende ist, wenn man etwas erfindet aus der hohlen Hand. Und ich sag mal, es gibt hier gute Referenzen, dass es eben keine Legende ist, sondern Realität. Eine kalifornische Universität, University of California Riverside, hat hier eine Anschauungsseite für die Öffentlichkeit erstellt, wo eben diese ganzen Bezüge dann aufgestellt sind und belegt werden. Eine weitere Quelle möchte ich nennen, Grassroots Health, die Graswurzelgesundheit. Hier wird empfohlen, den Vitaminspiegel auf 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter zu setzen. Eine Reihe von Wissenschaftlern ist hier aufgeführt. Das ist keine Legende, das ist Wirklichkeit. Es gibt bisher schon 19 verschiedene Workshops zum Vitamin D mit einem umfangreichen tagelangen Programm, der sich mit diesem Thema wissenschaftlich befasst. All diese Sachen sind hier nicht erwähnt, im Gegenteil, es wird zusätzlich zum Reizwort Legende noch das Wundermittel hier angesprochen. Wo wird in meinen Seiten von Wundern gesprochen oder in den Büchern, die ich geschrieben habe? Im ganzen Buch kommt es nicht vor. Allerdings kann man sich natürlich wundern, wenn sehr viele Leser unabhängig voneinander in freiem Willen hier ihre Zustimmung zu diesem Buch bekunden. Aber es wird nicht als Wunder beworben, sondern als wissenschaftliches Prinzip. So geht der Artikel los. Jahrelang rührten die Deutschen saures Vitamin-C-Pulver, nun schlucken sie Vitamin D. Also sind die Deutschen dumm, tauschen sie den Buchstaben auf, lassen sie sich immer wieder hinters Licht führen. Nun, das Ganze hat eine Basis. Hier ist mein eigener Beitrag zu dem Thema wissenschaftlich publiziert. Es geht um den Survival Benefit, also dass die Überlebensrate verbessert wird, wenn man Vitamin D gibt, und das haben die allerwenigsten Arzneimittel vorzuweisen, dass sie nämlich durch die Anwendung auch das Überleben bessern, und hier haben wir es sogar in Bezug auf die gesamte deutsche Bevölkerung. Jeder kann diesen Artikel hier sich herunterladen. Jetzt warnen Wissenschaftler davor, dass es auch schädlich sein solle. Nun, ich werde im Weiteren auch zeigen, dass im gesamten Artikel keinerlei Schäden aufgezeigt werden. Es geht so los, rote Pfeile, Vitamin D-Wert von 16. Nun, ich sag mal, stimmt es oder stimmt es nicht? Hat sie einen Wert von 16 oder hat sie ihn nicht? Das kann man ja überprüfen, da kann man Blut untersuchen, und insofern ist die Frage, spricht dieser Vitamin D-Service die Wahrheit aus oder führt es in die Irre? Wir können mal hier beim Robert-Koch-Institut nachlesen, und dieser schwarze Rahmen zeigt, wie zum Beispiel Frauen aufgestellt sind. Also in diesen Bereichen Vitaminspiegel unter 5 bis 10, 10 bis 20 Milligramm, Nanogramm pro Milliliter sind die meisten
weniger als die Hälfte sind im Bereich über 20 Nanogramm. Das heißt, ein Wert von 16 ist sogar das Wahrscheinliche für eine Frau im Alter von 35 bis 64. Zu 41% liegen die Frauen da. Es ist also eine durchaus wahrscheinliche Aussage und es könnte sogar zutreffen. Es ist also keine Irreführung, sondern eine Aufklärung. Dann wird behauptet, eindecken. Da könnte man sich eindecken mit Vitamin D. Nein, im Vitamin D-Service kann man nichts kaufen. Es wird nichts beliefert. Es gibt keine Bestellungen. Es ist eine Verbraucherberatung. Und Beratung ist etwas anderes, als die Sachen selber rauszugeben. Gibt es eine wissenschaftliche Begründung, sich überhaupt einzudecken? Ja, diese Kurve zeigt, dass bei hohen Vitamin D-Spiegeln die Sterblichkeit geringer ist. Das ist Bestandteil dieser Arbeit, die wir hier publiziert haben, über den Survival Benefit durch Vitamin D. Angeblich dringend. Nun, dringend ist eine Sache, wenn sie von vielen Wissenschaftlern nachgewiesen wird. Hier haben wir zum Beispiel den Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der hat hier mal aufgestellt, welche Vitamine fehlen. Tatsächlich, die schwarzen Pfeile zeigen es, Vitamin D fehlt insbesondere bei Senioren. Die Versprechen finden sich auf etlichen Internetseiten, also die hätte sie ja mal nennen können. Meine Internetseite geben keine Versprechung. Wer verspricht hier eigentlich was? Es handelt sich nicht um Versprechen, sondern um Fallberichte. Wenn jemand sagt, seine Hauterkrankung oder seine Verstopfung ist besser geworden, dann ist das ein Fallbericht, dann ist das ein Strich auf der Liste und kein Versprechen. Danach kann man sich orientieren. Mindestens jeder dritte Deutsche habe einen gefährlichen Mangel. 33%, nun später mehr dazu. Merken Sie sich mal 33% Mangel, das entspricht etwa den Robert-Koch-Daten. Müdigkeit und schlechter Stimmung, kann sich das äußern? Ja, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Dazu nimmt dieser Artikel gar nicht Stellung, sondern packt das hier in einen Konjunktiv. Nun, ich habe bei meinem Vortrag in Berlin gezeigt, dass die Korrektur des Vitamin D-Spiegels auf ein gutes Niveau in den Bereich 40 bis 60 zu einem weitreichenden Erfolg führt. Die meisten beurteilen mit 3, 4 oder 5 Sternen. Das heißt, Vitamin D hilft tatsächlich gegen Müdigkeit. Das ist hier in dieser Studie nachgewiesen. Nun, gefährliche Nebenwirkung könnte das haben. Also bitte schon, wo sind die Gefahren genannt? Auch im Weiteren, wir werden den Artikel durchgehen, sind nirgends gefährliche Nebenwirkungen. Das ist hier eine reine Stimmungsmache gegen Vitamin D. Kritische Studien mehren sich. Also mehrere müssen sogar sein, mindestens 2 kritische Studien. Die sind aber im Weiteren nicht genannt. Sie können das im Original nachlesen. Dann heißt es, zu viel Vitamin D kann gerade für ältere Menschen Risiken bergen. Ja, bitteschön, wo sind die Risiken? Auch diese werden nicht genannt, es wird keine Studie zitiert. Das alles ist Stimmungsmache und frei von irgendwelchen wissenschaftlichen Quellen und Nachweisen. Und hier noch schlimmer, im vergangenen Jahr zahlten die Menschen 124 Millionen Euro. Nun, das ist für jedermann eine riesige Zahl, weil man an die Millionen Euro in seinem Leben nicht rankommt. Ich kann Ihnen mal vorrechnen, was wirkliche Zahlen sind. 41.000 Millionen, also sprich 41 Milliarden, das ist der Arzneimittelumsatz 2014 im Apothekenmarkt. Und da sind diese 124 Millionen tatsächlich nur etwa 0,3%. Also das ist verschwindend gering. Also was an Vitamin D umgesetzt wird, ist jetzt nicht der Wahnsinn. Längst ist es nicht ausreichend erforscht. Das ist natürlich ein faules Argument, denn man muss sagen, das Wissensgebiet, das komplett und ausreichend erforscht ist, das gibt es gar nicht, denn Forschung geht immer weiter, Forschung hört nie auf. Und ich sage mal im Gegenteil, es genügt ein unterer Grenzwert, wenn man den jetzt wissenschaftlich bestätigt hat, dann sollte man ihn vielleicht auch einhalten. Genau das ist der Ansatz von Grassroots Health, der Graswurzelgesundheit, da sagt man nämlich 40 bis 60. Also das ist bestätigt und das gilt erstmal. Dann, man kann es überdosieren, Übelkeit und Herzrasen. Also bitteschön, wo sind die Fallberichte dazu? Ich muss sagen, in 10 Jahren bin ich ohne eigene Fälle von diesen Herzrasen
gewesen. Also das ist keine typische Nebenwirkung. Natürlich gibt es Leute, die Herzrasen haben, aber es ist nicht so, dass Vitamin D das auslösen würde. Im schlimmsten Falle zu Nierenleiden. Immer wieder werden die Nieren als Gegenargument gebracht. Ich zeige hier mal, dass dem nicht so ist. Es besteht nicht mal ein Risiko für Nierensteine. Wir sehen, dass die Leute, die Steine formen und Leute, die keine Steine formieren, die haben in einer Studie überhaupt keinen unterschiedlichen Vitamin D-Spiegel. Also wenn beispielsweise Nierensteine häufiger entstehen, dann müssten die Steinbildner ja einen höheren Wert haben und die anderen einen sicheren, niedrigeren Wert. Dem ist aber nicht so. Und auch die anderen Erkrankungen gehen alle zurück. Die Nieren bessern sich unter einem vernünftigen Vitamin D-Spiegel. Vitamin D ist noch nicht vollständig erforscht, sagt auch Helmut Schatz. Und ich muss mal sagen, wieder die gleichen Fadenargumente, fadenscheinig. Forschung ist immer unvollständig. Wenn wir auf eine vollständige Erforschung von irgendetwas warten würden, dann würden wir niemals beginnen. Also das ist letztendlich nicht unwahr, aber leitet in die Irre. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis für den Nutzen. Und ein wissenschaftlicher Beweis ist natürlich etwas sehr Anspruchsvolles. Und ich sag mal, es gibt diese Beweise. Und zwar hat man sie hier zusammengestellt in dem VitaminDWiki.com. Hier ist die Internetadresse. Proof that Vitamin D works, das heißt der Beweis, dass es funktioniert. 68 Gesundheitsprobleme sind hier doppelblind mit einer Vergleichsgruppe untersucht worden. Hier sind nur die ersten 5 der 68 genannt. Hier zeigen sich die Beweise, dass es funktioniert. Eine weitere wichtige Quelle möchte ich hier aufführen: Vitamin D Council, also der Vitamin D-Rat, eine sehr oft geklickte amerikanische Internetseite von John Cannell. Hier werden immer wieder wissenschaftliche Studien dargestellt, dass sie für den Laien lesbar sind. Also es gibt schon reichlich Hinweise und Beweise. Dann der Vorwurf, man behandelt gesunde, beschwerdefreie Menschen mit Pillen. Ja, wenn wir eine Prävention betreiben wollen, dann müssen wir natürlich die Gesunden behandeln und nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, dass wir auch gesunde Menschen auf einen normalen Stand bringen, ist in Ordnung. Es ist ein Hormon, wird hier gesagt. Dem kann ich jetzt zustimmen. Das heißt, es ist ein Vitamin, was dann in ein Hormon übergeht. Es hat in der Wirksamkeit letztendlich den Rang eines Hormons. Eine Studie wird hier gezeigt. Eine zweite Gruppe bekam 60.000 Einheiten pro Monat und zwar einmal in einer Spritze. Das ist natürlich eine seltsame Dosis. Schwankungen sind vorprogrammiert, ein unglückliches Studiendesign, und durch dieses Auf und Ab, durch die einmal monatliche Gabe, ist natürlich vorprogrammiert, dass es hier zu Interpretationsstörungen kommt. Und hier ist auch schon die Sensation des Tests. Also sie konnten sich nicht besser bewegen als vorher in einem Motoriktest. Nun, das heißt eben, dass sich da nichts veränderte. Das bedeutet aber nicht, dass Vitamin D jetzt schlecht wäre. Es ist einfach nichts bei rausgekommen. Und die Autorin, Frau Bischof-Ferrari, sagte hier: Ja, 24.000 Einheiten sind sicher und effektiv, können wir das schon mal festhalten. Habe ich mir die Studie dann auch nochmal angeguckt, und es zeigt sich nämlich, dass die Zahl der Stürze, die hier ganz fokussiert betrachtet wurden, dass die runtergegangen sind, sowohl in der blauen Gruppe mit 24.000 Einheiten einmal im Monat, als auch in der grünen Gruppe. Das alles habe ich hier nochmal genau nachgewiesen. Diese Daten aus der Studie, grafisch dargestellt, zeigen, dass nachdem erstmal ein Vitamin D-Spiegel hergestellt wurde, und zwar in der Zeit von 6 bis 12 Monaten, waren in der grünen und in der blauen Gruppe weniger Stürze zu verzeichnen. Das heißt, es ist nicht mal in dieser angeführten Studie eine Risikozunahme unter Vitamin D zu bemerken. Hier wird noch
berichtet, dass 800 Einheiten nichts gebracht haben, wenn die Deutschen die empfohlene Tagesdosis nehmen. Ja, das ist mir auch klar, denn die empfohlenen Tagesdosierungen von 800 Einheiten, die sind nicht in der Lage, den Vitamin-D-Spiegel nennenswert von der Stelle zu bewegen. Das sehe ich tagtäglich in meiner Praxis. Und hier kommt ein sehr interessanter Satz. Auch zur Vorbeugung von Osteoporose bei jungen aktiven Erwachsenen ist der Stoff nicht geeignet. Also, das heißt, Menschen, die nicht gefährdet sind, nämlich junge, gesunde Erwachsene, sind nicht Osteoporose gefährdet, die profitieren auch nicht, schon gar nicht von einer Unterdosierung. Eine tolle Erkenntnis. Das hat aber nichts mit Nebenwirkungen und Warnung zu tun. Ich warte immer noch auf irgendwelche Schäden, die ja angeblich entstehen sollen. Jetzt wird ein bisschen referiert, in den USA werden Lebensmittel angereichert und nach Robert-Koch-Institut fehlen 60% der Deutschen im Winter Vitamin D. Eben hatten wir noch 33, jetzt wird, nachdem diese 33 angezweifelt wurde, die 60% hier freizügig eingestellt. Interessant, also offenbar kommen jetzt die Erkenntnisse und mehr als 30 Nanogramm pro Milliliter im Blut ideal. Das heißt, wir hatten anfangs diesen angezweifelten Test von 16, jetzt sickern die Erkenntnisse. USA fordert sogar mehr als 30 Nanogramm pro Milliliter. Noch viel höher ist da die Empfehlung. Die haben auch deutlich längere Erfahrung und sich nicht gegen dieses Thema gesperrt wie die deutschen Experten. Jetzt kommt es wieder. Wirksamkeit von Vitamin D wird überschätzt, warnt er. Wovor warnt er? Für eine Überschätzung? Was wird überschätzt? Ist es etwa so, dass wir keine Wirkung haben bei einer Gabe auf einen Spiegel von 0 oder eine Gabe auf einen Spiegel von 20? Nutzt es nichts, wenn man bei 40 noch etwas dazu gibt? Diese Diagnose ist komplett unpräzise, sie ist letztendlich unwissenschaftlich. Möchte er die Normalisierung verhindern oder möchte er, dass überhaupt kein Vitamin D benutzt wird? Sachlichkeit wird angemahnt. Das schreibe ich in grün, denn da kann ich ja zustimmen. Frau Ingrid Mühlhauser mahnt zur Sachlichkeit. Und dann geht es weiter. Die Hoffnung auf Vitamin D könnte sich ähnlich schnell zerschlagen wie auf A, Vitamin A, Beta-Carotin und D. Das heißt, die Sachlichkeit besteht jetzt darin, dass man die Überlegungen, die beim Vitamin D gemacht wurden, gleichsetzt mit alten Erfahrungen zu A und E. So, alles in einen Topf. Das ist die neue Sachlichkeit. Ne? Den einen Topf haben wir schon weggeschüttet, da können wir Vitamin D gleich noch da rein tun. Ne? Also Sachlichkeit bedeutet differenziertes Darstellen, wissenschaftliche Fakten und nicht alles in einen alten Topf zu schmeißen. Also bitteschön, die Sachlichkeit war das nicht. Frau Mühlhauser sieht bis dahin, ich frag mich, was sie jetzt untersuchen will, demnächst mal sieht sie keinen Grund im Körper herumzupfuschen. Und der Begriff Pfusch, das habe ich mir angesehen, den gibt es nämlich in Österreich. Sie stammt ja aus Österreich und da gibt es nämlich den Paragraphen, der die Kurpfuscherei bestraft. Und das ist, wenn jemand die ärztliche Tätigkeit ausübt, ohne Ahnung oder Ausbildung zu haben. Und ich sag mal, die Gabe von Vitaminen und Lebensmitteln ist gar keine ärztliche Sache. Das heißt, es ist per se unmöglich, dass jemand durch Ernährungsratschläge und Empfehlungen der Kurpfuscherei angeklagt wird. Es ist Privatsache und insofern ist auch dieser Begriff hier verfehlt. Damit unterstreiche ich meine Behauptung, dass hier polemisch Stimmungsmache herrscht, ohne dass man sich mit Fakten beschäftigt. Sogar hier diese Pfuscherei ist ein fehlplatzierter Begriff. Schauen wir einmal auf den Stammvater des medizinischen Denkens zurück, Hippokrates von Kos, da war die Welt noch in Ordnung. Hier bei Wikipedia können Sie das nachlesen, da hat er gesagt, was der Arzt macht, nämlich eine Lebensumstellung rät er dem Patienten, eine Diät und eine Bewegungstherapie. Das sind diese Kernbegriffe, die ich auch hier anbiete, wo ich eben die Menschen darauf aufmerksam mache, dass es nicht möglich ist, bei der heutigen Art zu leben, einen normalen Vitamin-D-Spiegel zu haben. Tatsache ist aber, dass diese Punkte 1 bis 3 ausgeblendet werden und dass das Studium hauptsächlich Arzneimittel und operative Eingriffe vermittelt. Die kleinen, vordergründigen, wichtigen und grundlegenden Sachen sind übersprungen worden. Frau Mühlhauser sieht keinen Grund herumzufischen und die Folge
Und der Vitamin-D-Mangel ist angeblich die Folge vieler Erkrankungen. Und Depressive ziehen sich zurück, dann ist der Vitamin-D-Spiegel niedrig und dann fällt der Vitamin-D-Spiegel auf. Sie kann sich also nicht dagegen wehren, dass die Depressive schlechte Vitamin-D-Spiegel haben. So, aber sie versucht es mit einer Ursachenfolgeumkehr und dazu ein Beispiel. Vergleichen wir mal den richtigen Vitamin-D-Spiegel, den ich jetzt bei über 40 sehe, mit der Flughöhe. Und ein Flugzeug hält jetzt die Flughöhe nicht ein, fliegt auf niedrigem Niveau und knallt dann gegen einen Berg. Dann haben wir ein Problem. Wir sollten die vorgeschriebene Flughöhe einhalten. Und jetzt kann man da folgendes Gedankenexperiment machen. Also nach meiner Logik, weil das Flugzeug zu niedrig flog, prallt es gegen den Berg. Die Vorschrift wurde missachtet. Jetzt die Mühlhauser-Logik, weil das Flugzeug einen Motorschaden hatte, also die Depressiven sind von innen her krank, flog es niedrig, prallte dann gegen einen Berg. Das heißt, wir werden natürlich an einem Berg immer sehen, dass das Flugzeug im Endeffekt niedrig geflogen hat. Aber wir müssen das hier, die Missachtung der Vorschrift, als die eigentliche Ursache erkennen. Frau Mühlhauser meint also, die bessere Flughöhe ist nutzlos. Sie warnt davor, die Flughöhe zu verbessern. Es liegt immer am Motor. Gut, jeder kann sich das aussuchen, welcher Logik er folgt. Ich will es durch ein anderes Beispiel erhellen. Die eine Fluggesellschaft fliegt immer auf 1,5 Kilometer Höhe, die andere ist etwas teurer, man muss hier monatlich 5 € zahlen für Vitamin D und hat dann die bessere Flughöhe und hat dann auch die geringere Absturzrate. Wir haben bei den niedrigen Flughöhen eine Zunahme der Todesfälle in Deutschland, 18.000 Fälle jährlich, das ist in unserer Studie berechnet worden und wir haben uns da sehr zurückgehalten. Also jeder kann letztendlich wählen, wo er einsteigt. Und Frau Mühlhauser sagt, wir brauchen nicht darauf zu achten, das ist alles nur vordergründig und sie warnt davor, den Spiegel zu erhöhen. Bitte schön, es steht jedem frei. Hier sehen wir eine Statistik, die mir William Grant aus Kalifornien geschickt hat. Wir sehen hier den Breitengrad und hier ist der 50. Breitengrad, auf dem wir uns hier Höhe Köln befinden. Und wir sehen, dass die Frauen hier eine hohe Sterblichkeit an Krebs haben. Und je weiter wir nach Süden kommen, Richtung Äquator, umso geringer ist die Sterblichkeit. Und wir haben hier diese Frauen in den USA, die ja nun weiter südlich leben, und die Frauen in Frankreich. Wir sehen, je weiter man nach Norden kommt, umso größer die Wahrscheinlichkeit. Das hat jetzt mit Vitamin D-Spiegel erstmal gar nichts zu tun. Das können wir auch nicht einfach mal so erklären. Der Vitamin D-Mangel ist das Bindeglied, was hier die Lücke schließt. Es wird dann auch noch gesagt, ja, Babys im ersten Lebensjahr, die dürften es dann haben. Ja, ich frage mal, und dann? Dann machen alle Kinder ständig Sonnenbäder, sobald sie ihren ersten Geburtstag haben. Die Fehlberatung durch einige Kinderärzte ist, denn sie können jetzt absetzen, Vitamin D brauchen wir nicht mehr. Wo kommt diese Logik her? Kann der Körper auf einmal Vitamin D besser, selber stärker erzeugen? Das ist alles eine Fehlberatung und führt in die Irre. Auch wird hier behauptet, hilft oft in Kombination mit Kalzium. Das ist der übliche Irrweg. Die Kombination mit Calcium hat sich als gefährlich herausgestellt. Calcium Intake and Mortality, also die Sterblichkeit, und zwar von allen Gründen. Wir sehen, dass eine Aufnahme von mehr als 1000 Milligramm ist verbunden mit einem höheren Risiko. Nicht Vitamin D ist schuld, sondern diese Calcium-Tabletten, die dann so gerne von allen Ärzten verordnet werden, die stellen das eigentliche Risiko für den Menschen dar. Der Schlusssatz, es reicht völlig aus, im Frühjahr und Sommer und so weiter in die Sonne zu gehen, dann hat der Körper den Speicher und die Sonne des Sommers bringt ihn durch den Winter. Wir können auch sagen, die Kellerwohnung reicht aus, eine Flughöhe von 1,5 Kilometer reicht für unfallfreies Fliegen aus und vermeiden Sie die Dachterrasse mit Fernsicht, denn das könnte dann gefährlich sein. Die Sommersonne bringt durch den Winter. Ich sag mal, wenn alles so gut funktioniert, woher kommt dann der landesweite Vitamin-D-Mangel? Ich habe eingangs die Studien vom Robert-Koch-Institut gezeigt. Woher kommen dann die 33 oder 80% Menschen im Vitamin-D-Mangel? Der ganze Artikel widerspricht sich selbst. Und
Schauen wir nochmal zurück, welche Wissenschaftler und Ärzte haben denn gewarnt? Es müssten ja mindestens zwei Ärzte und zwei Wissenschaftler sein. Es sind aber hier nur zwei Personen, die man hier herangezogen hat. Und hier stelle ich mal Herrn Helmut Schatz vor, Professor emeritiert. Und er hat hier sich viele Verdienste erworben über die Schilddrüsenforschung, über die Forschung in Richtung Diabetes. Und er hat einiges entdeckt, aber ich muss leider sagen, zum Vitamin D hat er keine einzige Studie geschrieben. Er wird natürlich wissen, was Vitamin D ist, aber er ist nie auf diesen ganzen Kongressen gewesen, soweit ich das weiß. Und es gibt hier einfach eine Wissenslücke und er kann nicht einfach dieses fremde Fachgebiet abtun, auch wenn er Endokrinologe ist. Befassen wir uns mal mit Ingrid Mühlhauser, deutsch-österreichische Gesundheitswissenschaftler, Versorgung, Altenpflege, Methoden, Informationen, Entscheidungsfindung. Sie hat hier ehrenwerte Arbeit geleistet im Bezug auf die Brustkrebsvorsorge, dass sie nämlich erkannt hat, dass die ganzen Mammographieprogramme ziemlich wertlos sind. Das kann man auch entsprechend nachlesen. Aber auch sie hat keine einzige Forschungsarbeit zum Vitamin D gemacht. Hier ist also ein Defizit, dass sie sich so hinstellt und das Gebiet so herunterredet und Stimmung macht und sogar den Pfusch hier einbezieht. Das geht zu weit. Der Artikel kündigt an, also der in der Welt erschienen ist, ohne Fakten zu liefern. Stimmungsmacher haben wir, keine Nachweise über die Gefahren, keine einzige Studie wird angeführt, die hier ein Problem zeigt. Die Bischof-Ferrari-Studie ist falsch konzipiert, weil sie mit monatlicher Dosierung arbeitet und die Daten der Studie, wenn man die nämlich mit der Lupe mal herauslöst und darstellt, die sprechen überhaupt nicht gegen Vitamin D, sondern ganz klar dafür. Keine Belege. Man kann sogar den Nutzen gegen die Stürze erkennen. Unterdosierung ist unwirksam. Das wurde hier aufgezeigt. Das interessiert uns überhaupt nicht. Und die internationale anerkannte Empfehlung ist nach wie vor 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Danke für Interesse. Hier sprach Dr. von Helden vom Vitamin D Service. Ich möchte noch eine weitere Quellenangabe machen, vitamindwiki.com. Hier können Sie sehr viele Materialien finden, meist mit Original-PDFs und Grafiken. Sie finden, auch wenn Sie den Namen von Helden hier eingeben, einiges, was ich hier zu dieser Seite beigetragen habe. Und wenn Sie diesen Vortrag in hoher Auflösung sehen möchten und nicht nur als auflösungsschwaches YouTube-Video, dann können Sie das auf der Internetseite Vitamin D Service bekommen. Hier finden Sie auch weitere Informationen über das Projekt. All dieses, was ich hier zusammengetragen habe, das entspricht keiner Langeweile. Ich bin als Landarzt täglich tätig und sitze auch jetzt, wo ich dieses spreche, im ärztlichen Notdienst. Ich habe meine Aufgaben, aber ich sehe es als meine ärztliche Pflicht an, die Menschen aufmerksam zu machen auf einen großen Notstand. Der häufigste krankhafte Laborwert in Deutschland, wenn man es denn messen würde, ist der Vitamin-D-Mangel. Dankeschön, auf Wiederhören.